Dr. Digital, Hightech für den Arzt. Telemedizin, Unterstützung für die Ärzte in der dritten Welt. Computergestützte Operationen, die Zukunft der Chirurgie. Digitale Radiologie, stoppt Hightech die Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Und den Swissmade, der Internetdoktor für die Katze. Der digitale Doktor, ein neues Schlagwort, wenn es um moderne Medizin geht. Der Computer wird immer mehr zu einem der wichtigsten medizinischen Arbeitsinstrumente. Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen bei NZZ Format. Heute aus dem Nuklearmedizinischen Zentrum des Universitätsspitals in Zürich. Alleine hier benötigt der Betrieb sämtlicher Anlagen annähernd 300 GB. Das entspricht etwa 1000 durchschnittlichen Personal Computern. Es waren denn auch PCs, die im vergangenen Jahrzehnt die Verbreitung von medizinischem Wissen massiv begünstigt haben. Heute gibt es wohl über kein Thema so viele Informationen auf dem Internet wie über Medizin. Die Masse der Internetdaten ist für manche Mediziner bereits ein Problem geworden. Für andere sind telemedizinische Informationssysteme ein Segen, zum Beispiel für Spitäler in der dritten Welt. Während 400 Jahren war Beira eine florierende Hafenstadt unter portugiesischen Kolonialherren. Heute, nach dem Ende der Kolonialherrschaft und nach einem fast 20-jährigen Bürgerkrieg um die Macht im Land, ist die zweitgrößte Stadt Mosambiks zerstört. Das Land selbst zählt zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Die Arbeitslosigkeit liegt landesweit bei über 60%. Das Durchschnittseinkommen der wenigen, die Arbeit haben, bewegt sich um die 30 bis 40 Dollar im Monat. Industrie gibt es keine. Die Landwirtschaft liegt da nieder. Entsprechend desperat ist die Gesundheitsversorgung im Land. Zur Regenzeit jährlich wiederkehrende Cholera-Epidemien fordern tausende Todesopfer. Medikamente zur Bekämpfung der nach wie vor omnipräsenten Malaria fehlen. Das Spital Beiras ist hoffnungslos überlastet. Mit seinen 700 Betten für eine Provinz von über 1 Million Einwohnern sind Doppel- und Dreifachbelegungen der Betten an der Tagesordnung. Angesichts dieser Situation ist die mittlere Lebenserwartung der Bevölkerung landesweit dramatisch tief. Sie ist sehr, sehr tief. Sie liegt zwischen 40 und 50 Jahren. Natürlich ist dies viel zu wenig. Aber nur wenn sich die Lage des Landes bessert, kann auch die Lebenserwartung steigen. Wir müssen zuerst die Armut bekämpfen und die sozialen Probleme lösen, bevor wir von einer höheren Lebenserwartung träumen können. Von einem besseren Leben kann auch Maria nur träumen. Sie leidet an Knochenkrebs. Ein großer Tumor im Beckenbereich wurde entfernt. Dieser Tumor kostete Maria auch ihr linkes Bein. Die Ärzte, alles andere als spezialisierte Orthopäden, sind sich aber nicht klar darüber, ob der Tumor definitiv besiegt ist. Antwort auf diese Frage erhoffen sich Dr. Hung und seine Kollegen in Beira von einer neuen Technologie. Seit wenigen Wochen verbindet eine telefonische Datenleitung per Satellit das Regionalspital mit Spezialärzten in der Hauptstadt Maputo. Das Telemedizinzentrum im Spital Beiras ist das Resultat internationaler Zusammenarbeit zwischen der Weltgesundheitsorganisation WHO, der International Telecommunication Union und des Fernmeldeunternehmens von Mosambik. Die Ausrüstung ist denkbar einfach. Ein Scanner für Röntgenbilder, ein Computer und ein Modem. Bedient wird die Anlage von einem Techniker, der nach Absprache mit dem Arzt die Daten aufbereitet und diese als Bild-, Ton- und Schriftdokument per Telefonleitung ins Universitätsspital von Maputo übermittelt. Die Möglichkeit, mittels digitalem Datentransfer Informationen und Diagnosen von Spezialisten zu erhalten, wird in Beira begrüßt. Es ist eine Diese Technologie ist schlicht ein faszinierendes Ding. Es ist großartig, dass wir jetzt jederzeit und direkt mit Maputo kommunizieren können. Der große Vorteil der Telemedizin liegt darin, dass unsere Ärzte, die keine eigentlichen Fachärzte sind, ihre Fälle jetzt mit Spezialisten diskutieren können.
Dazu kommt, dass wir auch Mittel sparen, indem wir Patienten nicht mehr unnötig nur für eine Diagnose nach Maputo schicken müssen. Wir sparen Geld und Zeit. Das kommt uns sehr zugute. Maputo, Hauptstadt Mosambiks, 1500 Kilometer südlich von Beira. Hier befindet sich das größte Spital des Landes, das zugleich als Universitätsklinik dient. 1400 Betten stehen hier zur Verfügung. Alles andere als großzügig für eine Stadt mit über 1 Million Einwohner. Die Ärzte müssen zudem die Fälle behandeln, die aus den Regionalspitälern in die Uniklinik transferiert wurden. Die orthopädische Klinik von Francisco Candido ist dann auch entsprechend chronisch überlastet. Die telemedizinische Einrichtung in Maputo trägt nun dazu bei, dass nur noch dringende Fälle in die Hauptstadt überstellt werden müssen. Befunde, beispielsweise des Tumors in Marias Becken, kann Dr. Candido mittels Röntgenbild und der anderen Patientendaten mit seinen Kollegen besprechen. Erst dann wird allenfalls entschieden, ob ein Transport in die Uniklinik angezeigt ist. Im Falle Marias würde das immerhin eine 2-tägige Reise im engen Bus auf holprigen Straßen bedeuten. Die Diskussionen mit den Spezialisten in der Hauptstadt werden in Beira sehr geschätzt. Täglich zwischen 5 bis 10 Anfragen treffen in Maputo ein. Hier ist die Freude nicht ganz so groß, bedeuten die Anfragen doch zusätzliche Arbeit. Die Regierung ist sich dessen bewusst, doch insgesamt bewertet Pascual Mokumbi, Premierminister und selber Arzt, die Vorteile des medizinischen Links als überaus wichtig und zukunftsweisend. Wir leiden unter einem riesigen Mangel an Informationen. Und zweitens haben wir äußerst beschränkte Mittel, um unseren Ärzten den Besuch von Kongressen oder Weiterbildungsseminaren zu ermöglichen. Die Technik der Telemedizin öffnet nun die Möglichkeit für viele Ärzte, mit den wenigen Spezialisten des Landes zu diskutieren, Fragen zu stellen und letztlich auch Einsparungen zu realisieren. Mosambik leidet seit dem Bürgerkrieg der 70er und 80er Jahre unter großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die ökonomische und soziale Infrastruktur hat der Krieg zerstört. Der Wiederaufbau wird durch die Zinslast einer horrenden Auslandsverschuldung von 6 Milliarden Dollar, das entspricht 600% des jährlichen Bruttosozialproduktes, behindert. Da erstaunt es nicht, dass die medizinische Versorgung fast gänzlich von ausländischen Hilfsgeldern abhängig ist. Doch auch damit kann nur knapp ein Drittel der Bevölkerung medizinisch versorgt werden. Die Bürger von Mosambik konsultieren traditionellerweise vor allem die Naturärzte, die Medizinmänner am Ort, selbst wenn es ein Spital oder einen Arzt gibt. Ein zweiter, viel wichtigerer Faktor ist die sehr bescheiden entwickelte Dichte medizinischer Einrichtungen. Wir haben seit dem Ende des Bürgerkrieges enorme Anstrengungen unternommen, um das Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Nun möchten wir es bis zur Jahrhundertwende weiterentwickeln und hoffen, bis dann zwischen 40% und 50% der Bevölkerung medizinisch versorgen zu können. Noch funktioniert das Projekt Telemedizin in Mosambik nicht per Internet, da in Beira ein Internetprovider fehlt. Deshalb werden die Diagnosen und Therapieempfehlungen der Ärzte in Maputo noch per Fax ins Regionalspital geschickt. Ein Umstieg aufs Internet ist geplant. Angesichts der geringen Investitionskosten für den Telelink sowie der Einsparungen von unnötigen Patiententransfers, selbst wenn Maria die Reise nicht erspart bleiben wird, ist das Pilotprojekt in Mosambik ein Erfolg und ein Modell für weitere Drittweltländer. Im Falle von Mosambik ist diese Technologie durchaus angemessen, denn wir haben für afrikanische Verhältnisse ein gut ausgebautes Telefonnetz. Sie können aus jedem Ort einer Provinz per Satellit nach Europa telefonieren.
Dies vorausgesetzt wird Telemedizin zu einem sachdienlichen und patientenfreundlichen Instrument. Die Anwendung muss man da ganz pragmatisch nach dem Nutzen betrachten. Telemedizin, vor allem bekannt durch den Einsatz in Kliniken der Vereinigten Staaten und in Europa, bietet in Entwicklungsländern interessante Perspektiven. Die meist beschränkten Ressourcen lassen sich besser ausnützen und das Wissen der wenigen Spezialärzte lässt sich breiter vermitteln und einsetzen. Notre ambition est d'étendre ces services à tous les hôpitaux. Unser Ziel ist es, mit diesem System das ganze Land und alle Provinzspitäler zu vernetzen, und dies per Internet. Per E-Mail sollen bald alle Spitäler Zugriff haben auf die Datenbank der medizinischen Fakultät in Maputo und darüber hinaus mit anderen medizinischen Informationsquellen in der ganzen Welt. Zur Entwicklung des Landes hat die Weltbank Mosambik rund 800 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Die Gelder fließen vornehmlich in den Wiederaufbau der Straßen und der Landwirtschaft. Umso mehr ist die Initiative der WHO und der International Telecommunication Union zu begrüßen, die in die Zukunft des Gesundheitssystems investiert. Digitaltechnik verändert nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch den chirurgischen Alltag. Ein Beispiel aus der Hightech-Medizin. Eine der kniffligsten Aufgaben für Chirurgen ist es, Operationen am Hirn durchzuführen. Das Hirn ist unsere Schaltzentrale, die über Sehen, Hören, Sprechen oder Bewegen entscheidet. Ein Fehlgriff bei der Operation und der Patient wacht auf, kann nicht mehr sprechen, sehen, hören oder sich bewegen. Neueste Digitaltechnik ermöglicht den Neurochirurgen heute Operationen, die solche Nebenrisiken praktisch ausschließen. Computergestützte Navigationssysteme heißt das Zauberwort. Eines von drei weltweit angewandten Systemen wurde in Basel entwickelt. Vorbereitung für eine hochkomplizierte Operation am Kantonsspital Basel. Patient KS, Jahrgang 1934, leidet unter epileptischen Anfällen. Untersuchungen vor der Operation haben gezeigt, dass ein Tumor für die Anfälle verantwortlich ist. Die Komplikation dabei, der Tumor liegt mitten im Hirn, knapp oberhalb des Hirnstamms. Eine Entfernung nach herkömmlichen Verfahren wäre äußerst risikoreich. Ein in Basel entwickeltes Neuronavigationssystem mit einem Referenzring rund um den Schädel schafft heute die Basis, solche Operationen minimalinvasiv durchzuführen. Das Patientenhirn wird nur minimal geöffnet, um an den Tumor zu gelangen. Modernste Digitaltechnik macht das heute möglich. Angefangen hat alles sehr einfach. Wir haben mit ganz primitiven Systemen praktisch privat angefangen, mit einem kleinen Apple und kleinen mechanischen Zielsystemen. Und so kam es langsam zu diesen Entwicklungen, wo eben jetzt diese neuesten optischen Zielsysteme jetzt eingesetzt werden. Digitales Ausgangsmaterial für das Ziel- oder Navigationssystem sind computertomografische Aufnahmen des Patientenhirns. Diese Bilder hat der Informatiker Michael Trippel mit einem Peilinstrument gekoppelt. Die digitale Verknüpfung der Bilder mit dem Instrument ermöglicht eine genaue Lokalisation. Der Chirurg weiß jederzeit, wo im Hirn er sich befindet und vor allem auch, wohin er wie gelangen muss. Das System ermöglicht sozusagen virtuelle Operationen. Das Knifflige bei der Entwicklung von Zielsystemen ist aber, wie erkennt der Computer, wo das Instrument sich gerade befindet? Wir haben uns 1993 entschieden, auf der Basis von Infrarotdioden neue Systeme zu entwickeln. Diese Dioden senden infrarote Lichtimpulse, die von Kameras gesehen werden und es so ermöglichen, die Werkzeuge und den Patienten im Verlauf der Operation zu lokalisieren und die Bewegung zu registrieren. Das erlaubt es dann, mit Hilfe von vor der Operation erworbenen Bilddaten dem Chirurgen den Ort zu zeigen, wo sich sein Werkzeug in Bezug auf den Patienten aktuell befindet. Patient KS wird mit dem Referenzring erneut computertomografisch erfasst. Diesmal wird der Referenzring mittomografiert und dessen Lage wird mit drei Infrarotkameras genau bestimmt. Diese Erfassung dient der Computersoftware zur Bestimmung jedes einzelnen Millimeters der Hirnstruktur.
Der sogenannte Basler Ring ist für die Neurochirurgen heute das Referenzsystem schlechthin. Infrarotkameras, die auf Infrarotdioden des Rings fokussiert sind, erfassen im Computertomographen die Lage des Rings und referieren so jeden einzelnen tomografischen Schnitt. Dass diese präoperativen Daten dann während der Operation mit den Messinstrumenten koordiniert werden können, schafft die selber entwickelte Computersoftware. Die Grenzen zwischen Informatiker und Mediziner werden dadurch fließend. Doch entsprechend geschultes Personal zu finden, ist schwierig. Es ist in der Tat eine seltene Kombination, dass man Mitarbeiter findet, die sowohl Software entwickeln können, als auch eine medizinische Entwicklung hatten. Wir hatten hier in Basel großes Glück, immer wieder solche Leute zu finden. Ich selbst komme von der Mechanik, von der Uhrenmechanik aus, und deshalb lag es für mich nahe, solche mechanischen Zielsysteme zu entwickeln. Dann kamen Kollegen hinzu, welche mit Software entwickelten, Mediziner, und so kam alles später zusammen in etwa vierjähriger Entwicklung. Die Kraniotomie, dann gegen die Karotis zugehen und dann etwas nach. Das Navigationssystem, das in Basel entwickelt wurde, dient am Vorabend der Operation auch der Planung durch die Chirurgen. Zurzeit gibt es weltweit nur drei entsprechende Systeme. Das Basler Modell steht vor der Einführung in Kleinserien für andere Spitäler. Vor allem der Patient profitiert vom System. Die postoperativen Beschwerden sind wesentlich kleiner. Wir werden dann die silberische Fissur aufmachen. Für den Patienten bedeutet das, dass der Eingriff in seiner Invasivität reduziert wird, dass die Ausfälle, die durch die Operation entstehen, auf ein Minimum reduziert werden, dass beispielsweise auch im Rahmen einer Entfernung eines Tumors die Grenzen genau bestimmt werden können. Operationstag in Basel. Patient KS ist seit einer Stunde unter Vollnarkose. Der Referenzring ist bereits montiert, die Instrumente und die Computer sind mit den Patientendaten programmiert. Im Operationssaal ist wiederum der Referenzring rund um den Schädel wichtigste Orientierungshilfe. Er wird von den Infrarotkameras erfasst, genauso wie nun zusätzlich das Lokalisierung- oder Peilinstrument, das dem Chirurgen die genaue Position im Hirn des Patienten anzeigt. Die modernen Zielsysteme in der Neurochirurgie sind Handwerkszeuge der Chirurgen und haben mit Roboterchirurgie nichts zu tun. Navigationssysteme bieten die Möglichkeit, Verletzungen oder Tumore hochpräzis zu lokalisieren und vor allem minimalinvasiv zu ihnen vorzustoßen. Die manuellen Fähigkeiten des Neurochirurgen sind nicht durch einen Roboter, durch eine Maschine ersetzbar. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Systeme all die möglichen Informationen, beispielsweise die präoperativ erworbenen Bilddaten, ferner irgendwelche intraoperativen Messsysteme wie Beta-Aktivitätsmessungen, dann für die Lokalisation des Tumors und verschiedene andere Bildmodalitäten, wie beispielsweise die Angiografie, zusammenführen und so dem Chirurgen eine Plattform geben, die es ihm erlaubt, mit einem Maximum an Information, mit einem Minimum an Schädlichkeit, an Destruktion für den Patienten, seine Operation zu realisieren. Die Entfernung von Tumoren mitten im Hirn war früher nur möglich, indem große Teile des Hirns freigelegt wurden. Das Risiko von Verletzungen lebenswichtiger Hirnzellen war relativ groß. Mikrochirurgie in Verbindung mit neurochirurgischen Navigationssystemen vermindert dieses Risiko, da nur kleinste Öffnungen im Millimeterbereich gemacht werden müssen. Das Peilinstrument oder Pointer meldet dem Chirurgen auf Wunsch jederzeit, wo im Hirn er sich befindet. Der Kontrollmonitor zeigt ihm dies auf den Computertomogrammen, die am Vortag erstellt wurden. Da der Tumor im Tomogramm vordefiniert ist, zeigt das Navigationssystem die aktuelle Position und vor allem die Distanz zum Ziel. Sind gelbes und blaues Kreuz deckungsgleich, ist der Tumor erreicht. Die Möglichkeit, die Läsionen in der Tiefe aufzufinden, interaktiv geschaltet mit einer Zielmethode, zum Beispiel mit Computertomographie, wie wir es hier sahen, ist eine außerordentliche Hilfe, falls die Läsion in der Tiefe sich befindet. Das heißt, wir haben hier an der Oberfläche
nichts gesehen. Wir mussten praktisch blind in die Tiefe gehen und fanden dann auch mit einer Genauigkeit von etwa 4-5 mm jetzt diesen bräunlichen Tumor. Selten sind Tumore von Auge, selbst durchs Mikroskop, eindeutig von der anderen Hirnmasse zu unterscheiden. Gerade deshalb ist die Koordination der Computertomogramme mit dem Navigationssystem äußerst sachdienlich. Der Pointer garantiert dem Chirurgen eine millimetergenaue Lokalisation seiner Instrumente. Unnötige Eröffnungen des Hirns fallen dadurch weg. Computergestützte Operationshilfen gibt es nicht nur bei Hirnoperationen, sondern auch bei anderen chirurgischen Anwendungen. Häufig sind solche Systeme überraschenderweise noch komplexer als in der Neurochirurgie. Chirurgische Navigationsinstrumente für die Orthopädie entwickelt das Moritz-Müller-Institut in Bern in Zusammenarbeit mit der Firma Stratic Medical Medivision. Die Anforderungen der Orthopäden unterscheiden sich grundsätzlich von Systemen zum Navigieren im Hirn. In der Orthopädie und Traumatologie haben wir es oft mit mehreren Teilen zu tun, die auch noch relativ zueinander beweglich sind. Das fängt an beim Knochenfragment, bei einem Bruch, geht weiter in der Wirbelsäule oder im Becken. Man hat oft mehrere Teile und man hat viel mehr Instrumente, viel mehr unterschiedliche Instrumente, die man verfolgen muss. Das sind die Hauptunterschiede. Traditionelle chirurgische Instrumente für die Orthopädie wie Meißel, Ahlen oder Bohrer werden mit Infrarotdioden ausgerüstet, um damit die Lage der Instrumente in Bezug auf die zu bearbeitenden Knochen zu lokalisieren. Diese Lokalisierbarkeit ermöglicht in Kombination mit Röntgen- oder computertomografischen Bildern eine Prognose über den weiteren Operationsverlauf. Neben der Möglichkeit, einer präoperativen Planung nachzufolgen, gibt es auch die Möglichkeit, intraoperativ zu entscheiden, was in der nahen Zukunft passieren wird. Das heißt, der Arzt hat die Möglichkeit, dass der Computer ihm von der aktuellen Position, wo er sich gerade mit dem Instrument befindet, berechnet, welche Strukturen er in der nahen Zukunft treffen wird mit seinem Instrument. Und er kann das dann voraussehen. Die Anwendung von infrarotgesteuerten Navigationssystemen ist für die Orthopädie ein wichtiger Entwicklungsschritt. Systeme dieser Art werden bereits in über 20 Spitälern Europas angewendet. Und die Ingenieure treiben die Entwicklung der digitalen Navigation für weitere Anwendungsbereiche voran. Den Meißel ansetzen muss. Und bei der Segmentierung müssten wir dann einfach. Zunächst mal ist es wichtig, in der Orthopädie noch weitere Gebiete abzudecken. Hier haben wir uns nun von der Wirbelsäule ans Becken gewagt und wollen nun weitergehen und haben schon Forschung gemacht im Bereich Knie und Schulter. Und in der Wirbelsäule ist im Moment ein Anliegen, die Eingriffe minimalinvasiv gestalten zu können. Dies ist zum Teil nur mit dieser neuen Navigationstechnik möglich, dass man den Patienten eben nicht mehr weit eröffnen muss, sondern durch minimalste Knopflochzugänge, wie man das nennt, hingehen kann und bestimmte Arten der chirurgischen Orthopädie ausführen kann. Den Vergleich zwischen dieser Position. Ein für Patient wie chirurgisches Personal nicht unwesentlicher Vorteil ist auch, dass intraoperativ keine Röntgenstrahlen eingesetzt werden müssen. Die Lokalisation der Instrumente und der bearbeiteten Knochen erfolgt aufgrund von Röntgen- oder CT-Bildern, die vor der Operation gemacht wurden. Angesichts der Kostenexplosion im Gesundheitswesen wird technologischen Neuerungen heute mit Skepsis begegnet. Ein Londoner Spital hat im Rahmen eines Pilotprojektes seine gesamte Patientendatei digitalisiert und beweist damit das Gegenteil. London Hammersmith Hospital, eines der wichtigsten Teaching Hospitals des britischen Commonwealths, wo sich Ärzte aus dem ganzen Einflussbereich der britischen Krone weiterbilden. Hier wurden in den vergangenen 5 Jahren die Archivräume für Röntgenaufnahmen rigoros geleert. An ihre Stelle getreten sind Computer mit beeindruckenden Leistungen. 20 Terabytes oder 20 Millionen Megabytes ermöglichen eine radiologische Revolution mit dem Namen PACS. PACS stands for Picture Archiving and Communication System. PACS steht für Bildarchiv- und Kommunikationssystem. Und dies bedeutet, dass Röntgenbilder innerhalb und auch außerhalb des Spitals sehr schnell elektronisch übermittelt werden können. Bei uns sind die Zeiten der Filme, also der Aufnahmen, die der Patient in den Händen halten konnte, vorbei. Wir haben keine Filme mehr, wir haben nur noch Computerbilder.
Frederick Cox ist ambulanter Patient des Spitals und kommt zum monatlichen Arztbesuch. Seine langjährige Krankengeschichte, Cox leidet unter chronischen Dickdarmverschlüssen, füllt ein ganzes Buch. Die Röntgenaufnahmen hingegen sind sekundenschnell online ab Computermonitor konsultierbar. Das filmlose Spital vereinfacht die Arbeit des Arztes. Vor allem aber können trotz hoher Anfangsinvestitionen substanzielle finanzielle Mittel eingespart werden. Die genauen Einsparungen sind sehr schwierig zu beziffern. Vor allem ist es die Reduktion von Arbeitszeit der Mitarbeiter und die Verweildauer der Patienten. Wir verlieren keine Filme mehr. Alle Ärzte des Spitals können jederzeit und überall im Spital Bilder eines Patienten gleichzeitig konsultieren. Die typische Sucharbeit nach Röntgenfilmen entfällt. Und diese Einsparungen fallen immens ins Gewicht. Alle radiologischen Einrichtungen des Spitals arbeiten heute filmlos. Film- und Entwicklungskosten in der Höhe von 2 Millionen Pfund pro Jahr werden dadurch eingespart. Ganz zu schweigen von den Archivierungskosten. Röntgenaufnahmen, Magnetresonanzbilder oder Aufnahmen aus dem Computertomographen werden digital gespeichert. Dazu werden die Aufnahmen mit den anderen Patientendaten abgespeichert und verwaltet. Die elektronische Erfassung aller Patientendaten ist umstritten. Man fürchtet um das Arztgeheimnis bei Preisgabe der Daten auf ein Netzwerk. Nicht zu sehen, dass die Praktiker in Hammersmith, die auch radiologische Diagnosen per Voicemail abspeichern. Wir haben sämtliche radiologischen Befunde online, darüber hinaus sämtliche pathologischen, hämatologischen, biochemischen und histologischen Daten auf unseren Computern. Was wir noch nicht haben, sind Zellbilder, Blutdruckkurven und Elektrokardiogramme. Aber es ist unser Ziel, alle diese Daten des Patienten elektronisch zugänglich zu machen. Digitale Bilderfassung und Verwaltung ermöglichen den Radiologen heute auch eine Ausweitung ihres bisherigen Tätigkeitsgebietes. Interventionelle Radiologie heißt das Zauberwort. Operationen unter dem Röntgenapparat oder dem offenen MRI, eine Technik, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurde und wovon vor allem auch der Patient durch kürzere Verweildauer im Spital profitiert. Die technologische Entwicklung, die mit unserem PECS-System einhergehen, wie beispielsweise die Manipulation der digitalen Daten, vereinfachen die Anwendung neuer Techniken, wie beispielsweise der interventionellen Radiologie. Diese Technik ermöglicht es uns, nicht nur Bilddiagnosen zu machen, sondern kleine Operationen mit Hilfe von Online-Bildern zu machen. Wir können durch kleine Kanülen Blutungen mitten im Körper stoppen. Wir können Tumore behandeln und Gallen- oder Nierensteine zerstören oder Arterien entstopfen. Dies alles ist nur dank digitaler Technik möglich. Voraussetzung zur Errichtung eines PECS-Systems ist die Zusammenarbeit aller Ärzte eines Spitals. Noch herrscht in vielen Krankenhäusern Skepsis gegenüber der klinikübergreifenden Vernetzung aller Patientendaten vor. Argumente wie Arztgeheimnis und Datenschutz werden als Grund aufgeführt. Die Erfahrungen im Hammersmith Hospital bezeugen, dass dazu kein Anlass besteht. Es besteht kein Zweifel. In Zukunft werden alle modernen Spitäler Systeme haben, in denen sämtliche Daten der Patienten, alle Tests, alle Bilder etc. gespeichert sind und für jeden berechtigten Benutzer zugänglich sein werden. Die Frage der missbräuchlichen Benutzung digitalisierter Patientendaten ist zweifellos eine Schwachstelle. Insbesondere, wenn die Benutzung von außerhalb des Spitals in Betracht gezogen wird. Ähnliche Vorbehalte bestehen ja beispielsweise auch bezüglich Electronic Banking per Internet. Dennoch zeigt man sich in Hammersmith selbstbewusst bezüglich Datenschutz. Wir
strict rules about who can access the data. Wir haben sehr strenge Vorschriften über den Zugang zum System. Vorausgesetzt, man hat diesen Zugang, so bietet das System zusätzliche Vorteile. Wir haben nämlich persönlich konfigurierte Darstellung der Daten auf dem Bildschirm, an dem wir gerade arbeiten. Unser System bietet sozusagen maßgeschneiderte radiologische Patientendaten. Zum Thema Datensicherheit noch dies. Ich bin absolut überzeugt, dass ich heute in 90% aller Spitäler mit traditionellen Archiven Röntgenaufnahmen eines Patienten behändigen kann. Wir sind überzeugt, dass ein elektronisches Sicherheitsdispositiv sicherer ist als ein herkömmliches Filmlager. Abgesehen von finanziellen und administrativen Argumenten profitiert schließlich auch die Ausbildung im Spital vom PEC-System. Forschung und Ausbildung im Rahmen des Commonwealth-Auftrages gestalten sich mit digitalisierten Patientendaten wesentlich einfacher und schneller als mit herkömmlichen Diagnosematerialien wie Filme oder handgeschriebenen Krankengeschichten in Romanumfang. Von modernen Kommunikationstechnologien in der Medizin sollen nicht nur Menschen profitieren, sondern auch Tiere. Dieser Leitgedanke war Geburtshelfer für den ersten medizinischen Internetratgeber für Katzen in deutscher Sprache. Die Geschichte von Dr. Kato in wenigen Augenblicken in unserer Rubrik Swissmade. Meine Damen und Herren, mit Dr. Kato und seinen Patenkatzen beschließen wir unsere heutige Sendung. Auf Wiedersehen bei NZZ Format in einer Woche. Das Tierheim Staffelwald im luzernischen Dierikon. Hier genießen Hunde Gastrecht als Ferienpensionäre, freuen sich am Spiel mit den Artgenossen und vor allem darüber, dass hier auch Katzen willkommen sind. Das Tierheim ist nämlich Sitz der Stiftung Purbüsi, einer Vereinigung, die in den vergangenen 2 Jahren für Furore gesorgt hat. Nach dem Motto, was dem Menschen teuer, kann der Katze nur billig sein, hat die Stiftung die erste deutschsprachige Internetseite für die Katze aufgebaut. Am Zugersee, mitten in der malerischen Altstadt des Kantonshauptortes Zug, ist die Seite entstanden. Bekannt geworden ist die Seite vor allem wegen ihres veterinärmedizinischen Beratungsdienstes, Telemedizin für die Katze sozusagen. Die Webpage des Vereins Probüsi haben seit knapp 2 Jahren schon gegen 30.000 Websurfer besucht. Katzenliebhaber wie die Autorin der Seite, Monika Zuniga. Jeder Besucher der Seite kann seine Katze mit Text und Bild selber vorstellen. Was aber den Erfolg der Seite ausmacht, ist der Ratgeber. 10 bis 20 Anfragen pro Woche zu Wehwehchen und Problemen beantwortet Dr. Kato. Sämtliche Antworten werden auf der Seite publiziert, denn die Fragen wiederholen sich. Im Sommer sind sehr häufig Flöhe das Problem der Katzenhalter. Im Winter eher das Zusammenleben der Katzen, da sie eingeschlossen sind und dann vertragen sie sich nicht mehr. Das ist das Häufigste eigentlich. Ein Herr Schubert aus Deutschland meldet sich per E-Mail. Sein 4-beiniger Liebling hat Verdauungssorgen. Dr. Kato beantwortet schnell und sachkundig. Obwohl der Webmaster der Seite für die Katzen, die mit ihren 4 Pfoten fest auf der Erde stehen und die Augen aufs Netz richten, veterinärmedizinisch ein Laie ist. Die katzenliebende ehrenamtliche Internetbetreuerin holt sich ihre Auskünfte bei der Trägerstiftung. Fachkenntnis ist also garantiert. Die Stiftung unterstützt uns mit dem Rat. Also wenn ich Rat brauche, kann ich mich an verschiedene Tierärzte wenden. Und das machen die auch kostenlos. Da bin ich darauf angewiesen, weil ich auch kostenlos arbeite. Und ich mache auch etwas Werbung für die Stiftung mit diesem Medium. Und wir sind schon etwas bekannt geworden in Deutschland dadurch und bis auf Dänemark und
ja, weit herum schon. Katzenliebe verbindet die Besucher bei Dr. Katos Website. Katzenliebe ist auch die Motivation der Stiftung, die per Internet Patenschaften für Katzen vermittelt. Im Tierheim, das die Stiftung mitträgt, treffen immer wieder Herren- oder damenlose Katzen ein. Eine Patenschaft unter www.yorkie.ch/cats ermöglicht diesen Katzen einen ruhigen Lebensabend. Die Liste der Paten könnte denn gemäß Vorstellung der Stiftung durchaus länger sein. Sinn und Zweck unserer Stiftung ist, die Katzen eigentlich Katzen sein zu lassen, auch ein neues Zuhause zu suchen für eine ältere Katze, die niemand mehr will, die nicht mehr ganz hübsch ist und ganz schön ist. Und die Patenkatzen, die wir haben, das sind die freilebenden Katzen, die niemand mehr wollte oder die einfach nicht daran zu gewöhnen sind, in einer Wohnung zu leben. Und statt diese Tiere einzuschläfern, lassen wir sie frei auf unserem Areal vom Katzenheim laufen. Dr. Katos Patenkatzen genießen ihr freies Zuhause in Dirikon. Dr. Kato selbst kann sich darüber freuen, Gründer und Betreiber der ersten Katzenratgeber-Website im deutschsprachigen Raum zu sein.